Trema Prima. gibt's noch. Genau. Immer. Das habe ich auch und ja, Facebook ist für mich so ein Konzern, wo, Na, WhatsApp wird noch so lange so viele Leute haben, ey, so scheiße eigentlich. ja, wobei, als jetzt hier letztens da mit der neuen mit den neuen Datenschutzerklärungen da von Nutzervereinbarungen, da kam eine richtige Welle in Lauf, die halt dann viele zu anderen Messengern getrieben hat. Ich hatte Oh. Signal zum Beispiel schon vorher, Threema hatte ich auch schon vorher. Ich bin direkt rausgeflogen. Ich auch. Und auf einmal, ich hatte vorher bei Signal einen Kontakt, weswegen ich halt auch Signal hatte. Und mittlerweile habe ich da 20. Also, das ist im Ja, letzten mich Monat, müsstest du ja auch beziehungsweise sehen eigentlich. Ende Januar ist es passiert. Und, Ja, gut. also. Es ist halt wichtig, aber dass ich glaube, dass die Zielgruppe, die erreicht werden müsste, nicht erreicht wird. Also, wenn du überlegst, so bei Manchen. uns kommen halt so drei Gehirnzellen mal zusammen, bei anderen so nicht mal eine, so weißt du? Gut, ich werde jetzt auch nicht mal sagen, dass jeder ein dumm ist oder sowas, aber Ne, das, mach manche keine Gedanken, interessiert sich so, das sagen wir halt es auch so. nicht. Manche kriegen das vielleicht auch mit. Oh ja, das kann auch sein. Also, gibt ja verschiedene Gründe. Ja, nee, Signal habe ich tatsächlich auch. Nutze ich auch relativ gerne. Also das meiste geht bei mir schon immer noch bei WhatsApp ab. Ja, leider schon. Also ist schon mal ein erster Schritt, dass halt andere halt auch da sind. Ich hatte jetzt zum Beispiel noch nicht, also ich weiß Erik gar hat's nicht, ob auch. ich schon gesehen habe, dass du das. Genau, Erik hatte mir sogar geschrieben, bei dem weiß ich, dass er es hat. Wie kann er denn mal Bei dir hier? wusste ich das jetzt noch nicht. Wie kann ich denn mal gucken, wer das alles hat? Scheiße, da. Ach so, hier. Ja, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na doch, Lukas, ich sehe. 10, 11, 12, 13 sind. Ja, 13 habe ich. Ich habe natürlich zwei Nummern von dir, jetzt weiß ich gar nicht, welcher Hause Ich kann ist. dir einfach alles schreiben. Wenn du das bist, dann schreibe ich dir einfach. Da ist der Hause, schalalala. Nee, Moment, das steht da immer so, ne? Ich dachte gerade, weil da die Handynummer angezeigt wird, ich hätte Steht ja dich gerade immer. manchen Steht verraten, immer. aber ja, ich habe das auch gerade kurz Ja, kontrolliert. Unterhaltungseinstellungen Aber erstmal bei unseren kriminellen Sachen erstmal. Nein, Spaß. Ja, diese Nachricht verschwindet alle 2 Sekunden. Ja. Beste. erstmal Nutzer blockieren machen. Ja, ich gebe dir erstmal eine schöne Farbe, dass du herausstichst. So. Oh, kann sogar eigene Farben geben. Ist ja nice. Personalisierte Benachrichtigung. Ach, du kriegst keinen anderen Klingelton. Also du bist nicht anders wie Wie? andere. Wie? Ich krieg keinen Nee, personalisierten alle sind Klingelton. gleich vor Gericht, weißt du doch. Bullshit. Wie wir irgendwas gefunden. Ach ja. Der 2 auf jeden Fall nicht mit dem linken Fuß schießen. So ist Das der ist nicht der Starke. Innenverteidiger, der Schwarze, Dika. Ja, es kann sein, dass der es ist. Porto, ich habe gehört, die verlieren safe gegen Juve. Oh, ist auch doch im Ton. Ja, klar. Juve, ja sicher. Ja sicher. Ganz sicheres Ich habe Spiel. auch gehört, Atletico gewinnt safe gegen Das habe Chelsea. ich aber auch gehört. War ich auch ein bisschen enttäuscht, dass das nicht kam, weil da war ich mir echt sicher, weil ich habe auch eine Quelle, die war safe. Ich glaube, ich hatte die gleiche Quelle. Boah, ist sogar dieselbe Quelle. Boah, ey, boah, jetzt geht's aber ab, ey.
Durch die Mitte zur Tille zum Sack, zack, zack. Oh, mein, irgendwie flackert mein Bildschirm, das ist nicht schön. Jetzt weg. Das war, glaube ich, kein gutes Zeichen, wenn der Bildschirm flackert. Ach, das ist der Fernseher von meiner Freundin, die sie mitgebracht hat. Ist egal. Trab. Ja, Schiene. Das war größer als meiner, deswegen steht der im Wohnzimmer. Meiner hängt im Schlafzimmer. Also ist der Fernseher ein größerer Hänger als du? Richtig größerer Hänger. Also er hängt auch übelst ab. Oh, wie schießt er den an? So, jetzt hier, Tika-Taka. Seitenverlagerung. Guck, ein Dicker ist das. Der zwei Nicker. Ein Digger. Ah, fuck. What? Puh. Hab ich alles im Bauch. Ah, hätte ich schicken können. Verdammte Furche. Ah, da hab ich gedacht, ich bin kurz. Vielen Dank für die Blumen. Oh no. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Parkplatz A2 wird beim nächsten Spiel nicht benutzbar sein, weil da Umbaumaßnahmen nötig sind. Ach, da fällt mir wieder Stromberg. Oh, da fällt mir wieder Stromberg ein. In der ersten Staffel mit dem Parkplatz. Behinderten Parkplatz. Ja. Wie sie parken auf A3. Warten wir mal. Ich kenne Stromberg auch auswendig, ne? Ich habe letztens mal Stromberg angefangen zu gucken, war witzig. Daher habe ich das, glaube ich, auch im Gedächtnis. Ja, gut. Wow. Weißt du, was auch geil ist? Stark gespielt. Tatortreiniger ist auch geil. Ach ja, ja, kenne ich auch ein bisschen. Aber nicht komplett. Wenn du das so ein bisschen kennst, dann musst du das mal komplett gönnen. Ja, kann ich machen. Ich kenne, ich helfe nicht alle, also. Und der auf Netflix gibt's ja alle, also kann man mal alle gucken. Das ist richtig. Oh. Es gibt so wenig gute deutsche Serien, dann kann man auch mal die guten, die es gibt, die kann man dann halt auch mal, kann man dann auch mal nennen. Tat und Reiniger. Ich kenne auch einen Kumpel, der guckt das mega gerne, weil er, also, sagt, das ist witzig. Ah, fuck. Mann, der weiß immer, was ich mache. Bestimmt nicht daran, dass ich immer das gleiche mache. Tatortreiniger ist super. Ist auch witzig, aber auf einer anderen Ebene. Bisschen, ich will nicht sagen höher, aber ein bisschen... Nicht so derb wie... Also Stromberg ist jetzt nicht wirklich derb, aber halt ein bisschen... Plumper, ja. Bisschen frauenfeindlich, bisschen rassistisch, dann geht das schon. Ja, und Tatortreiniger, ja, gut, da kommen natürlich auch ein paar Klischees und sowas, werden da natürlich auch bedient. Aber da geht es halt auch viel um Worte. Wird ja, also im Grunde geht es da ja nur um die Gespräche, die da geführt werden. Und darum geht es ja. Das ist halt so witzig. Muss ich mir mal mehr reinziehen. Oh no. Ja, so ein linksversiffter, systemtreuer Boy wie du, der wird das bestimmt lustig finden. Systemtreuer? Ach, schade. Natürlich bin ich systemtreuer, natürlich. Was denn sonst? Ein Reichsbürger. Hinterfrage nichts. Oh, wieso nimmt er den nicht mit? Hätte der doch schaffen können. Hätte der machen müssen.
Yes. Es gab da noch so einen lustigen Begriff mit Bürger. Ja, ich bin eigentlich ein Wutbürger. Den kurz drin gesehen. Ich hab den auch kurz dran gesehen, ehrlich gesagt. Scheiße. Kostic. Oh ja. Ja. Oh. Hinterher, hast du. Der ist zu langsam. Oh, hat er das B noch genommen. Aber gut. Oh. Gerade noch so den Ah, Ball shit. berührt. Oh nein, den ersten, der war frei. Ach, schade, 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 schade. Ist noch alles drin. Alles drin. Alles drin. Alles drin, alles drin. Das hat alles voll. Ach ja. Wutbürger. Letztens gab es auch so ein geiles Wort. Warte mal. Die Corona-Lüge. Auch geil. Die gibt's gar nicht, Corona. Ein Plan der neuen Weltordnung. Ja. Ich finde, Ja, boah, endlich. das finde ich aber, da fühle ich mich auch persönlich ein bisschen, dann, wenn das irgendwie sagt, fühle ich mich persönlich ein bisschen angekratzt. Weil, wie kann ich denn als Mensch, also, ja, ich persönlich, also es gibt genug Dokus mittlerweile, wo sie in Intensivstationen filmen mit verschwommenen Gesichtern und so, ne? Also, wie willst du denn das noch leugnen? Also, irgendwann fehlt mir einfach manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, am Ende brauchst halt nur irgendein Argument. Attila. Du musst halt irgendwas sagen. Einfach irgendwas behaupten halt. Attila Hildmann. Gibt's gar nicht. Das ist von den Leopoldinern, habe ich Wahrscheinlich. gehört. Aber doch, bei Roller. Kannst dir bestimmt aufklären, was die Leopoldiner mit dem Coronavirus zu tun haben, oder? Alles. Alles. Keine Ahnung, ich habe so eine Doku von Hildmann gesehen, Spiegel TV. Gibt's bei YouTube, kannst du auch mal angucken. Gibt so vier Teile von, der vierte ist ganz interessant. Da hält er so eine Rede, die verstehe ich einfach nicht. Da bin ich nicht gebildet zu. Weil er sagt ja irgendwas mit Viktoria, Leopoldina. War der nicht im Er war im Abseits. Abseits? Hab ich nie verstanden. Ich auch so gesehen, aber okay. Ich weiß nicht, was der da Ja, sagt. also ganz ehrlich, was die da alles so von sich geben, das weiß ich, verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht mal. Was der mit Victoria, Victorius meinte, keine Ahnung. Also mal, keine Ahnung. Bin einfach ungebildet. Ja, ich glaube auch. Einfach so. Toris sagt mir zwar noch nichts. Er dachte irgendwie Victoria, Victorius, ihr Leopoldina, bla bla, keine Ahnung. Oder er hat sich auch mal komplett. Victoria kenne ich, aber ich weiß nicht, ob die Victoria meinen, die ich kenne. Ja, es würde jetzt keine Nachbarin sein von dir, ne? Ich meinte eigentlich die Siegesgöttin. Ach, stark von mir, ne? Sehr stark von mir. Ich gar nicht verstanden, das. Hä? Hä, das ergibt gar keinen Sinn. Victoria und dann ist plötzlich in der englischen Sprache Victory für Sieg. Ist ja voll unlogisch. Krass, ne? Zufälle gibt's, oder? Ja, Ich glaube, echt, da haben die ey. Illuminati mit zu tun. Ich glaube auch, ey. Die Illuminaten. Höhere Gesellschafts. Alter. Nice. Oh fuck, den habe ich nicht gesehen. Alles gut. Sehr gut. Hat er. Der Kostic. Oh fuck! Nicht mit gerechnet. Sorry. Passiert. Hab selbst nicht mit gerechnet.
Scheiße, jetzt muss ich auch noch Scanus recht geben. Was denn? Illuminati ist schon Plural. Es gibt das Wort Illuminaten nicht. Hast du recht. Boah, jetzt kommen die um 12:30 mit so einer Wichse, ne? Boah, da, ah, solche Menschen bann ich auf meiner FL direkt, ey. Na, sie hat recht, ist okay. Gehen wir mal recht. Muss man leider sagen, hat sie recht. Ja, wenn wir schon so hochpolitische Sachen hier führen, dann müssen wir das noch anerkennen. Welcome back übrigens. Ja, genau, hätte ich ja mal ankündigen können. Ätzend. Wir haben den Fehler extra gesagt, nur um zu gucken, ob du wieder richtig, da bist und direkt hast. Ich kenne dich, richtig. Ja. Okay, das nächste Mal meckere ich wieder über deine Das-Das-Fehler. Oh. Oh, das Spiel war aus! Oh nein! Ja, sicher spielen wir das aus. Ja, sicherlich. Das. Das oder das? Oder das? Das ist hier die Frage. Das ist hier. Die Frage. Schade. Na, spiel doch. Ja! Lukas, du geile Sau! Easy Game war das, easy Game. Oh, ich köpfe das trotzdem noch auf den Mann, ne? Hausi und Kopfbälle, das sind halt zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Das ist wie Hausi und Rechtschreibung, ey. Das passt einfach nicht. Ey, das ist aber auch schon ewig her, weißt du, wie lange wir uns schon kennen? Squad ist wirklich ewig her, das 2009 oder so war das. Schon. Ey, wie alt ich da war, das war illegal. Ja, aber du hast dich ja damals 2 Jahre älter gemacht. Das ist richtig. aber nicht nur bei euch, sondern auch, also im. Musste ich ja, weil sonst. Darknet? Dann geht er nicht. Nee, anders. Ja, da war. Oh, Junge! Da wollte ich nicht hinspielen. Junge! Wollte ich nicht hinspielen. Ich klär das. Ich war nicht. Schade, Passi 80 oder was? Nein, ich kann nicht. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Schnell weg damit. Junge! Ja, ich war gerade nicht am Rätsel, wer hätte ich dabei, hätte ich gesagt. Weil Mathe ist auch nicht so meins wie die Rechtschreibung. Oh. Ich hatte auf einmal den Ball, also wusste ich jetzt nicht, was da mit mir geschieht. Ich hatte auf einmal den Ball. Alles gut. Hast du A gedrückt oder habe ich den wieder weggenommen? Nee, ich hab nichts gedrückt. Ah, scheiße, jetzt bringt mich mein Laufweg. Ich hab sogar B gedrückt. Bringt mich mein Laufweg hier noch in Schwierigkeiten, ne? Das ist sehr belastend. Es tut mir leid, Hausi. Ja, das war lieber kein drittes kassieren. Safe Call, da bin ich auf hier. Es gibt Zeiten, da kassiere ich furchtbar gerne ein drittes Tor, aber diese Zeiten sind nicht jetzt. No. Ich glaube, der war nicht im Abseits. Ja, gechillert. Easy. Ah, ja, okay. Ah, belastend jetzt hier am Ende gewesen. War deine Schuld. Können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Können wir uns drauf einigen, war mein Ding. Boah, ich muss aber mal... Pissen wie ein Brauerei-Fan. Das Leben ist in sowas von im Champions League-Modus. Schöne Perlenkette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wie geil ist das denn? Sechster Kette.